Hallo Kinder. Hallo. Hallo Jack. Hallo Eduard. Warte mal. Was ist das? Wie, was ist was? Deine Brille. Wie? Ja, wieso hast du eine Brille an? Und wieso ist deine Käppi falsch rum? Ich will etwas älter aussehen, damit man mich respektiert. Du willst älter aussehen, damit man dich respektiert? Ja. Hattest du wieder Stress in der Schule mit deinen Mitschülern? Vielleicht Wie vielleicht? Hattest du oder hattest du nicht? ein bisschen. Jack, was ist passiert? Wir haben uns gestritten und die anderen haben mich klein genannt. Ja, aber du bist 9 Jahre alt, du bist ja noch klein. Ja, aber ich will nicht, dass sie mich klein nennen. Ich will größer und älter sein. Und deswegen die Brille und die Käffi. Du weißt aber schon, dass dir das nicht helfen wird. Na doch, wenn ich älter aussehe und cooler aussehe, dann werden sie mich respektieren und nicht mehr ärgern. Jack, das wird nicht reichen. Älter aussehen und älter sein reicht nicht. Das hat auch damals nicht gereicht mit den Kindern von Adam und Eva. Wie, ja, das hat nicht gereicht. Naja, die Menschen damals, weißt du, wie alt die wurden? Nee. Die wurden sehr alt. Wie alt denn? Naja, älter als wir. Älter als 10? Ja, älter als 10. Älter als 20? Älter als 20. Hm, wie alt? Sehr, sehr alt. Über 100 Jahre alt. 110? Über noch älter. 120? Noch viel, viel älter. Weißt du, der älteste Mensch, das war der Methuschelech. Oder Methusalem in anderen Bibelübersetzungen. Und der wurde 969 Jahre alt. Nee, so alt wird doch niemand. Nee, das kann nicht sein. Doch, aber in der Bibel steht's. Nee. Doch, erstes Buch Mose, Kapitel 5, Kinder, da könnt ihr es nachlesen, da steht das drinne. Aber wieso werden wir nicht so alt? Naja. Gott möchte nicht, dass wir so lange mit unserer Sünde leben. Er möchte, dass wir zu ihm umkehren. Wie? Haben die Menschen das damals nicht gemacht? Nee, haben sie nicht. Und als Gott sich die Erde angeguckt hat, sah er, das war ganz viel Schlechtes. Ganz, ganz viel Schlechtes. Wie ganz viel Schlechtes. Naja, die Menschen haben gemacht, was sie wollten. Sie haben nicht das gemacht, was Gott wollte. Okay. Und dann? Und dann sind sie irgendwann gestorben, auch wenn sie 900 Jahre alt wurden. Aber es gibt einen Menschen da, der nicht gestorben ist. Wie nicht gestorben? Ja, ein Menschen, der hieß Henoch. 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 Wieso ist der denn nicht gestorben? Ja, das könnt ihr übrigens auch in 1. Mose Kapitel 5 nachlesen. Da steht, Henoch wandelte mit Gott und Gott nahm ihn zu sich und er wurde nicht mehr gefunden auf der Erde. Ihn nicht mehr gefunden. Naja, er war weg. Aber hatte er nicht Kinder gehabt? Ja, bestimmt. Ja, aber haben die ihn nicht vermisst? Doch, die haben bestimmt vermisst. Und seine Frau? Ja, die hat ihn bestimmt auch vermisst. Haben die denn nicht gesucht? Doch. Aber wieso haben sie ihn nicht gefunden? Weil Gott ihn zu sich genommen hat. Wie zu sich? Zu sich in den Himmel. Warum denn das? Und warum nur Henoch? Und nicht uns auch. Ja, damals war das so, dass nur Henoch in der Zeit Gott gesucht hat und wissen wollte, was möchte Gott. Wie nur Henoch? Was haben denn die anderen Menschen gemacht? Die anderen Menschen haben das gemacht, was sie wollten. Sie haben andere Menschen betrogen, sie haben andere Menschen verprügelt, sie haben gestohlen. Und Henoch nicht? Nein, Henoch nicht. Henoch hat Gott gesucht und wollte wissen, was möchte Gott? Was möchte Gott, dass ich tue? Ja? Henoch hat die Verbindung zu Gott versucht wieder aufzubauen. Weil Adam und Eva damals rausgeworfen wurden aus dem Paradies. Da hatten sie dann keine Verbindung mehr zu Gott. Genau, die fehlte. Und die wollten sie gerne wieder heile machen, die Verbindung. Und Henoch hat das geschafft? Nein, Henoch hat das nicht geschafft. Aber weil er so sehr an Gott glaubte und so sehr Gott vertraute,
und Gott so sehr lieb hatte, hat Gott ihn mit sich genommen. Aber, ja, das reicht schon. Das reicht noch nicht. Aber für ihn galt auch schon das, was Jesus später, viel, viel später für uns getan hat. Ne? Jesus ist ja für uns ans Kreuz gegangen und ist gestorben und ist wieder auferstanden. Und wer an Jesus glaubt, der kann ewig leben. Aber Henoch kannte doch Jesus noch gar nicht. Ja, aber Gott sagte, das wird irgendwann passieren, viel später. Aber weil das schon fest ist, dass das passiert, deswegen kann ich Henoch jetzt schon zu mir nehmen, weil das wird passieren. Jesus wird die Verbindung zu Gott wieder heile machen. Oh, und das ist mit den anderen Menschen. Oh, das war nicht so gut. Gott hat nochmal über die ganze Erde geguckt. Wie, die ganze Erde? Ja, über die ganze Erde. Auch über Afrika? Auch über Afrika. Und über Amerika? Auch über Amerika. Und über das Meer? Über das Meer auch, aber ich glaube, auf dem Meer haben damals keine Menschen gelebt. Oh, ja. Und das hat Gott gefunden. Oh, Gott hat sich die Menschen angeguckt. Jeden Einzelnen? Jeden Einzelnen. Und dann? Hat er gesagt, oh, das sieht nicht gut aus. Wie nicht gut? Ja, Gott hat sich nicht nur die Menschen angeguckt, sondern Gott hat in unser Herz geguckt. Wie? Einfach so? Nö, nicht so das Herz, ne? Das, nicht das Herz, was hier so pum, ne? Und das Blut durch den Körper bringt, sondern das Herz meint, wenn die Bibel vom Herzen meint, wenn die Bibel vom Herzen redet, dann meint sie das, was das Innere des Menschen, was er denkt, was er fühlt, was er möchte. Oh! Ja, sie meint nicht das Herz, was hier drin ist. Okay, also das, viel mehr. Viel mehr. Und das hat Gott in den Herzen von den Menschen gesehen. Gott hat gesehen, sie möchten immer nur Böses tun. Oh nein! Ja, oh nein. Und dann? Da hat Gott gesagt, das geht so nicht. Wie, das geht so nicht? Naja, das geht so nicht. Nee, Moment. Ja, wenn ihr euch in der Schule streitet oder wenn ich sehe, wie du dich mit deinen Freunden streitest, dann gehe ich doch auch hin und sage, stopp, das geht so nicht. Ja. Und dann hat Gott versucht, den Streit zu schlichten? Naja, Gott hat den Menschen gezeigt, dass er ein großer Gott ist, aber sie wollten nie auf ihn hören. Oh. Gott wollte die Menschen retten, aber sie wollten nicht das tun, was Gott macht. Oh nein. Und dann? Dann hat Gott gesagt, okay, jetzt ist Schluss. Wie Schluss? Jetzt ist vorbei. Wie vorbei? Ich werde alle Menschen umbringen. Oh nein! Warum denn das? Weil die Herzen der Menschen böse waren und sie immer nur Böses gemacht haben. Aber das geht doch nicht. Doch, das geht. Wie denn das? Was hat Gott da gemacht? Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Nicht jetzt. Oh nein, ich will das aber wissen. Du musst dich ein bisschen gedulden oder weiterlesen. 1. Mose ab Kapitel 6. Nee, ich will es wissen. Beim nächsten Mal. Tschüss. Und hör. Tschüss.